Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Ja Leute, Jake Paul wird gegen Tyron Woodley kämpfen, den fünffachen UFC Ex-Champion, der natürlich jetzt draußen ist und ja 39 Jahre alt ist und nicht 41, Leute. Danke dafür in den Kommentaren und ja, ich bin sehr, sehr gehypt auf diesen Kampf, Leute. Ich kann es wirklich kaum erwarten zu sehen, wie dieser Kampf ausgeht. Viele sagen, Tyron Woodley ist der Mann, der direkt Jake Paul wirklich ja ausnocken wird und ihn bestrafen wird, aber ich finde, man sollte ihn hierbei auch nicht unterschätzen, denn ja, Jake Paul ist schwerer als Tyron Woodley. Jake Paul wiegt 190 Pfund, also so um die 85 Kilogramm, und ja, Tyron Woodley ist ein naturales Weltergewicht auf der Waage, also 170 Pfund, 77 Kilogramm. Deshalb bin ich gespannt, wie er die Kilos raus hat, aber natürlich macht er auch einen Weightcut, deshalb denke ich, dass ja, Tyron Woodley nicht so eine Form wie Ben Askren abliefern wird auf der Waage. Ich denke, Woodley wiegt auch so normal um die 85, 90 Kilogramm, deshalb sollte das eigentlich passen, aber Jake Paul ist größer und ja, da müsste es dann eigentlich auf jeden Fall den Vorteil für Jake Paul geben, wenn er diesen gut nutzen kann. Der Kampf findet am 28. August statt und das bei Showtime Boxing. Leute, auch ebenfalls der Promoter, der jetzt Logan Paul vs. Floyd Mayweather dieses Wochenende promoten wird. Also ihr habt richtig gehört, die beiden kämpfen dieses Wochenende. Dazu gibt es auch später noch ein Video und da gibt es auch sehr, sehr interessante Themen. Und ja, wie gesagt, 28. August, man muss hier sagen, Jake Paul bleibt aktiv, er will wirklich sein Ding weiter durchziehen. Und ja, er ist sogar der Favorit bei den Wetten gegenüber Tyron Woodley. Er hat eine niedrigere Quote, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist höher laut den Wettanbietern, dass Jake Paul gewinnt in diesem Boxkampf anstatt Tyron Woodley. Und ja, kann man ein bisschen verstehen, einfach aus dem Grund, weil Tyron Woodley auch sein Boxdebüt gibt. Ja, und viele von euch haben auch kritisiert, dass gesagt wurde, dass Tyron Woodley kein starker Striker ist. Aber Leute, Tyron Woodley hat, seitdem er in der UFC ist, seinen Ring nicht mehr eingesetzt. Er ist nur noch bei seiner Takedown-Defense und will die Kämpfe im Stand halten. Bei Strikeforce hat Woodley damals noch seinen Ring eingesetzt, aber jetzt in der UFC nicht mehr. Und Khabib sagte zum Beispiel auch damals, dass die größten Fehler von einem Grappler sein können, dass er versucht, ein Striker zu werden und im Stand zu bleiben und sein Grappling verlernt. Ich bin mir sicher, wenn Woodley in der UFC auch seinen Ring mit eingemischt hätte, wie er es bei Strikeforce gemacht hatte, hätte er auch in der UFC eventuell noch erfolgreicher werden können, obwohl er ja schon dominanter Champion war. Seine Knockout-Power darf man nicht hinterfragen, Leute. Er kann mit einer rechten Overhand Jake Paul auf jeden Fall schlafen schicken und hat ebenfalls das Potenzial. Jedoch hat man das Gefühl, dass er auch ausgeboxt werden könnte, weil er sich einfach nur im Rückwärtsgang Richtung Ringecke bewegen könnte. Und ja, es könnte ein schweres Ding werden. Woodley ist jetzt kein Volume Striker, sondern setzt eigentlich nur auf diese rechte Knockout-Hand. Und ja, das kann auf jeden Fall das Ding zumachen, den Sack zumachen. Und ja, Jake Paul hat ebenfalls gesagt, dass er, wie gesagt, gehypt ist auf den Kampf, dass Tyron Woodley fünffacher UFC-Champion ist, dass der Kampf ja ein riskanter Kampf ist und dass er sich freut, dass er diesen Kampf angenommen hat, weil die ja auch damals in der Umkleide schon Stress gemacht hatten, als Jake Paul Ben Askren ausgenockt hat und ja, da einfach so ein bisschen böses Blut zwischen den herrscht. Und Jake Paul sagt, Woodley ist der Nächste auf seiner Liste. Und ja, ich bin gespannt, ob er das auch so durchziehen kann. Woodley sagt hingegen, das wird der leichteste Kampf in seiner Karriere mit dem größten Paycheck, mit der größten Bezahlung. Und ja, da würde mich eure Meinung natürlich sehr in den Kommentaren interessieren. Was sagt ihr und was denkt ihr über den Kampf? Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.